Moin Leute, der Ben vom Apfeldoktor in Pliskastel. Heute kurz vor Weihnachten, am 20. Dezember um 13.30 Uhr, nochmal mit einer Videoreparatur für euch. Ein iPhone 6S Plus, Reparatur Selbstversuch, nach erfolgtem Selbstversuch kein Touch mehr, keine Funktion mehr, nichts mehr. Zeige euch das kurz unter Mikroskop, dann seht ihr schon, was da passiert ist. Und zwar sind hier einige Bauteile abgerissen. Filter, Kondensatoren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bauteile an der Zahl. Wir werden diese ersetzen. Der Konnektor sieht auch böse aus. Den würde ich normalerweise mit ersetzen. Der Kunde sagt aber, nee, ist ein Kostenfaktor mit 99 Euro, den er nicht tragen will. Ihm reicht es im Endeffekt, wenn wir diese Bauteile ersetzen. Ja, der Konnektor unten sieht auch nicht so toll aus. Aber das mag der Kunde nicht. Der Kunde mag die Bauteile ersetzt haben. Wir sagen, machen wir gerne, gar kein Thema. Ich nehme euch einfach mal mit ins Video. Und dann könnt ihr anschauen, wie das Ganze läuft. Ich entnehme zuerst mal die Hauptplatine aus dem Gehäuse. Dazu nehme ich euch jetzt nicht auf die On-Hand-Kamera, weil ich denke, das solltet ihr hinbekommen. Wenn ihr diese Logicboard-Reparatur durchführt, dann solltet ihr oder dann wisst ihr auf jeden Fall, wie baut man das Logic Board aus dem Gehäuse aus. Ja. Ich denke, das sollte kein Problem darstellen. So, oben mit der Antenne aufpassen. Das sollte auch klar sein. Gut, haben wir schon draußen. Alles so, wie es sein soll. Und dann würde ich sagen, starten wir doch einfach durch mit der Logicboard-Reparatur. Ich nehme euch auch gleich auf die Kamera, auf die Mikroskopkamera. Und dann ziehen wir ordentlich durch und ersetzen da schön die Bauteile. Unser Kollege Angelo, der ist ein bisschen säuerlich, weil er wollte Urlaub haben, aber um die Weihnachtszeit rum ist das bei uns eben leider immer ein bisschen schwer mit Urlaub. Und Italiener mögen das nicht verstehen. Aber was willst du machen? Ist halt so. So, dann fahre ich mich hier etwas kleiner im Video und euch etwas schärfer auf jeden Fall, damit ihr da was seht. Und ein bisschen gerade drehen. Gut, dann beginnen wir doch ganz einfach folgendermaßen. Da hat auch schon jemand dran rumgefluxt. Also da wurde anscheinend schon irgendwie probiert, was zu machen. Ja, hat wohl nicht geklappt. Wir fangen an mit diesem Kondensator. Das ist ein 56 Pico in 16 Volt 01005er Packungsgröße. Haben wir da. Das ist ein Filter. Das sind die 100 Pico. Und da sind die 56 Pico. So. Dann lass uns mal noch schauen, wie es aussieht. Ich fahre euch mal das so in die Mitte, wie es aussieht. Ich denke, dass diese Beschädigung am Konnektor entstanden ist durch die Heißluft. Da hat jemand Heißluft genommen und wollte das dann irgendwie anscheinend nochmal richten. Und wenn man das in der Nähe der Konnektoren macht, ist das dann nicht ganz so toll. Wir arbeiten darum mit Vorhitze und arbeiten dann mit der Nace2B, mit unserer Nanolötstation. Übrigens, deine sollte die Tage kommen. Ich denke aber, das wird auf den letzten Tag, auf Freitag. Und dann hat der Alex Urlaub, der bekommt Urlaub über die Weihnachtszeit, weil irgendwie seine Lebensgefährtin bei ihm einzieht. Und da braucht er ein bisschen, ja, das geht dann ausnahmsweise. Ja, und dann sind der Angelo und ich allein hier und dann schauen wir mal, ob wir das allein hinbekommen oder ob wir uns an die Gurgel gehen. So. Dann schauen wir mal, was da los ist. Okay, ich könnte das jetzt einlöten mit Heißluft, mache ich aber nicht. Oder habe ich zumindest mal nicht vor. Ich baue mir meinen Plan, während ich arbeite. Nee, wir machen jetzt erstmal den ersten Kondensator rein. Ich mache das einfach mit dem NT105 und mit einer 0,1 mm Spitze. Mal das erste Bauteil zur Brust und setzen das dahin, wo es hin soll.
Problematik ist, wenn ich es ohne Heißluft mache, dann muss ich die wirklich, wirklich genau setzen. Und das kann unter Umständen ein bisschen kniffelig werden. Ich könnte es ja auch mit der Pinzette machen, mache ich aber auch nicht. Das verrutscht mich hier jetzt schon das Bauteil. Aber ich habe auch nicht genug Hitze auf der Spitze. Das reimt sich sogar. Hitze auf der Spitze. Ich muss euch da jetzt mal drehen. Ich stelle euch aber gleich. Stelle euch gleich wieder gerade, sodass ihr auch mitverfolgen könnt, was ich da mache. Ich muss mir, wie gesagt, erstmal von der Haptik her das so bauen, wie das für mich am besten ist. Die Pinzette vorne, die ist leicht krumm. Macht auch keinen Spaß. Ich schaue mal, ob ich noch was anderes habe, mit dem ich besser arbeiten kann. Schauen wir mal, ob es hiermit besser geht. So, die Nummer 1 sitzt schon mal. Ich flug's hier nochmal ein bisschen ein. Ihr seht, das Flug verläuft sehr schön. Liegt natürlich an der Unterhitze. Und ihr seht, Ben, nervöse Hand. So, sitzt. Nächster. Was haben wir da als nächstes? Was fehlt da als nächstes? Das war die 3. Jetzt kommt wieder ein Kondensator. Das ist nochmal derselbe. Also noch einen vom Band. Noch ein bisschen Flux. So, der sitzt auch. Dann gehe ich mal gerade über die weiteren Pads drüber hier. Gut, dann gucken wir mal, was kommt da als nächstes. Wir waren jetzt hier bei der Nummer 4, jetzt kommt ein Filter, 120 Ohm, auch ist alles Packungsgröße 01005. Filterchen. Ist alles schön klein, macht Spaß. So, legen wir uns zurecht. Auch noch etwas Flux dazu. So, der sitzt auch. Dann haben wir als nächstes wieder einen Kondensator, wieder 56 Pico. Und nebendran haben wir dann 100 Pico. Das heißt jetzt ein 56er. Läuft bei dir, Dicker? Schon fertig mit der Platine oder was? Ne, die ist auch geklebt. So. Ich mache gleich noch ein Video für euch. Vor Weihnachten rumpelt es nochmal richtig mit den Videos. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass wir dazu kommen. Ich mache gleich noch iPad Air 2 Ladebuchse. So, der nächste Kondensator. Ja, Kondensator 56 Pico. Ja.
man da alles, ja. Och, der. Der Kamerad hier. Schauen, ob wir den irgendwie richtig dahin bekommen. Bruce Lee Move wieder. Super, sitzt. Und ihr seht, das macht einfach mega Spaß mit dem NT105 und so einer 0,1 mm Spitze und wie viel Power die vorne in der Spitze hat, obwohl die Wirkfläche so klein ist, ne? Alex, das ist geil. Du musst nicht mit so einem Lötkolben arbeiten, du hast wirklich im Endeffekt was ganz, ganz Kleines in der Hand, ja? So wie der ein oder andere beim Pipi macht. Ja, nee. Wir waren hier stehen geblieben bei dem 56er und jetzt kommt der 100er. Jawohl. Wichtig, dass ihr das immer da habt, auf Nachfrage. Ich habe gestern mal wieder bestellt bei DigiKey und da habe ich eine Liste mal gemacht, was im Endeffekt am wichtigsten ist für die Boards, wo wirklich alles drin ist. Die werde ich demnächst auch mal veröffentlichen. Mit Bestellnummern gleich. Spart ihr euch die Sucherei. Müsst ihr nicht immer auf Kondensatoren und suchen und machen und das erspare ich euch. Ja? Ja, den verlöten. Und Flux muss ich bestellen unbedingt. Das hier ist auch schon wieder am Leergehen und ich habe keine Lust mit was anderem zu arbeiten als mit dem originalen M-Tech. Das ist mega fett, das Zeug. Oh. Oh, Ben. Komm, dann nehmen wir dich mal kurz weg. Setzen dich dahin. Ja. Ja. Schön. Sieht gut aus. Dann haben wir einen, der noch gesessen hat und dann fehlen wieder zwei. Das heißt, dieser hat noch gesessen. Dann haben wir hier noch 220 Ohm-Filter. Und dann fehlt unten noch was. Und dann sind wir schon soweit durch. Ging doch dann wirklich schnell. Aber ja, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, von daher lass uns erstmal schauen, ob das dann auch alles so funktioniert, wie es soll. Legen wir beide gerade schon mal da ab. Schieben wir hier auf den No-Stuff-Platz, dass das No-Stuff ist, sieht ihr immer schön an der Form der Lötkugeln auf diesen Plätzen. Und im Schaltplan ist es natürlich auch nochmal mit No-Stuff gekennzeichnet. Im ZXW nicht, da habt ihr dann oftmals Bauteile, die im Endeffekt im ZXW vorhanden sind, die dann aber eigentlich No-Stuff sind. Seht ihr dann aber, wenn ihr ins Schematic reingeht und dort nachschaut. So, sitzt auch der Filter. Nur, ihr seht also das hier, das sitzt alles 100%, den da könnte man noch ein bisschen gerader rücken, aber das ist dann wirklich, gerade bei den 01, 005 am Bauteilen, die Packungsgröße, das ist schon relativ klein, ne? Da müsst ihr da jetzt nicht so einen Firlefanz noch machen, solange das alles ordentlich durchkonnektiert ist und das passt und die Dinger sitzen, da wird hinterher, wird gereinigt, dann kommt ein bisschen UV-Kleber drauf, der wird härten gelassen und dann ist das super sauber, da kräht kein Hahn mehr nach. Das ist dann schon durchaus in Ordnung. Sitzt. Jetzt haben wir nur noch einen da unten. Und ihr seht, wir sind jetzt irgendwo bei wie vielen Minuten? Bei 14 Minuten. Mit Platine entnehmen und wir haben jetzt, glaube ich, 7 Bauteile aktuell.
So, wir waren jetzt hier bei diesem Filter. Genau, wir waren bei diesem Filter. Und da hupsen wir hier, da haben wir hier einmal, der ist gekennzeichnet, da sollte ein Widerstand sitzen, aber nee, der ist No Stuff. Und dann haben wir hier einen Kondensator, der ist da. Und dann fehlt uns hier ein Kondensator, wieder so ein 56 Pico, 00105er Baugröße. Ist alles, wie gesagt, 01005, 56 Pico, genau. Dann noch einen hiervon. Und dann sind wir durch. Nur sowas zu machen ist teuer. Ne? Also das kann ich euch gleich sagen. Gerade wenn wir auf dieser Baugröße jetzt arbeiten, egal ob das 10 Minuten, 20 Minuten dauert, ob das 5 Minuten dauert, das ist teuer. Ne? Das kostet richtig Geld. Weil sowas ist wirklich nicht was, was jeder kann und jeder hinbekommt. Das muss man dann einfach berücksichtigen. So, der sitzt auch. Das heißt, wir haben alle Bauteile ersetzt. Jetzt können wir das Ganze mal kurz abkühlen lassen und dann einmal testen. Und wenn wir getestet haben, dann machen wir das Ding sauber und versiegeln noch mit UV. Haben wir das Gehäuse dazu? Haben wir da? Angelo, ich bräuchte einen 6S Plus Screen zum Testen, bitte. Es wird ohne Screen angeliefert. Danke dir sehr, mein Freund. Auch wenn wir heute Morgen festgestellt haben, dass wir uns gar nicht leiden können. Sage, da hat sich ja nichts dran geändert. So. Dann da oben. Bisschen Dreck auf dem Konnektor. Von dieser Gummierung, die drumherum führt. So, sollte er frei sein. Dann brauchen wir einmal den Testscreen und die Angabe war kein Touch mehr möglich. Schauen wir mal nach, ob wir das auch im ZXW nachvollziehen können. Ja, das heißt, wir haben hier eine Line, die führt auf I2C Touch. Ja, so durchaus, es führt auch Touch. Ist durchaus nachzuvollziehen, dass wir hier dann im Endeffekt keine Touch-Funktion mehr hatten. Also, wir hatten noch einen ähnlichen Fehler letztens schon mal, oder? Da war auch so, das war beim iPhone 6S aber. Und da war auch genau in diesem Bereich nach einer Reparatur-Selbstversuch, das war Filiale Neunkirchen, glaube ich, gell? Die haben das hierher gebracht dann. Da hatten wir was Ähnliches, da hat sich jemand beim Display-Tausch, da habe ich noch gesagt, hätten wir ein schönes Video draus machen können. Weißt du das noch? Alex, das ist gar nicht so lang her. Gerade ein paar Tage. Jetzt haben wir im Endeffekt einen fast identischen Schaden, wobei hier wurde schon mehr abgerissen. Muss ich sagen. So, das Ding fährt hoch. Und jetzt lass uns mal gucken, ob die Touch-Funktion zurück ist, weil das ist die Fehlerangabe des Kunden und wir verlassen uns dann hier wirklich auch auf den Händler, wenn der sagt, wir haben das getestet und der Touch funktioniert nicht. Ja, der Kunde hat es kaputt gemacht, wir haben es kaputt gemacht, wie auch immer. Das kann uns ja auch egal sein, wer das dann im Endeffekt zerstört hat. Fehler passieren überall. Und wenn man ein Bauteil abreißt, reißt man ein Bauteil ab. Dann macht man es wieder dran und gut. So, schauen wir mal, ob wir schon wieder Touch haben oder ob wir da sonst irgendwo noch einen kleinen Fehlerverursacher drin haben. So, nach dem Neustart wird ein Code benötigt. Das sagt er mal, aber die Touch-Funktion ist noch nicht wiederhergestellt. Dann lass uns mal gucken, wo das Problem noch sein könnte. Könnte ich mal einen zweiten Screen noch haben, einfach um das mal auszuschließen? War da was mitgeliefert eventuell? Ne, war nichts mitgeliefert. Gib mal bitte noch einen zweiten Screen, einfach nur um eine Fehlfunktion des Bildschirms auszuschließen. Ich schaue noch einmal unter dem Mikroskop drauf, ob da eventuell sonst noch irgendwas Wichtiges fehlt. Ja, den kannst du mir mal geben, ja.
Okay, wir hoffen mal, dass es connector-technisch sollte das noch gehen. Das ist noch an der Grenze. Ja? So, dann lass uns doch einfach einmal messen. Wir messen einmal noch und dann probieren wir es mal mit einem anderen Screen. Nicht, weil wir da einen drunter haben, weil auch das kommt vor. So. Dann lass uns mal im ZXW reinschauen. Es hatte gefehlt, dieser hier. Ja? Die Nummer 3 quasi. Der hatte gefehlt. Der führt auf. Führt dort vorne hin. Da führt er hin und die andere Seite führt auf Ground. Das ist okay. Dann haben wir den nächsten. Der führt nebendran auf den Filter und dann geht es weiter auf den Pin. Das heißt, der vierte ob der Filter Durchgang hat. Der Filter hat Durchgang. Müssen wir nur schauen, nicht, dass sie da unten irgendwo noch was verbrochen haben. Dann sollte das dieser Pin hier sein. Mal gucken, nicht, dass ich total falsch bin. Ja, okay. Dann lass mal gucken. Wir zählen einfach mal die Pins ab. Okay, gut, passt. Und ich muss ein bisschen näher ran. Gucken wir mal, ob ihr dann auch noch was seht. So blöd, ne? Ah, der Connector sieht halt schon ein bisschen übel aus. Das heißt, wir sind jetzt hier 1, 2, 3. Den hatten wir getestet, ja? So, das heißt, wir sind bei Nummer 4. Jawohl, passt. Diese Seite sollte auf Ground führen. Passt. Der führt von hier nach hier. Ja, das passt auch. Genau. Der Filter hat dann logischerweise Durchgang. Das ist okay. Hat der hier auch gefehlt? Ah, okay. Der führt dann auf... Klar. Das führt hier durch. Gut. Auch das müssen wir ermessen im Endeffekt. Ja, das heißt, wir sind jetzt hier... Hier sind wir im Endeffekt. Genau. Und hier haben wir den nächsten Kondensator. Es sollte auf einer Seite sollte der auf Masse führen. Tut er, auf der anderen Seite dann natürlich nicht. Dann haben wir hier die Filter. Die Filter haben auch Durchgang. Das passt auch soweit. Lass mal gucken, haben wir hier die ja, drei Filter nebeneinander, richtig. Vorher den einen Kondensator, der führt auf den Pin. Das ist soweit korrekt. Und jetzt schauen wir noch nach, was da unten der zu melden hat, unser guter Freund. Das war dann der dritte. Gut, Proximity to Touch. Aber der sieht auch sauber aus. Nur noch einmal schauen, ob der auf einer Seite auch wirklich ja, passt. So, dann müssen wir mal schauen, ob die nach unten durchkonnektiert sind noch. Ja, ja, ja. Ich schaue jetzt einfach nach, ob irgendein Bein abgerissen ist auf der Platine. Optisch nicht. Dann lass uns noch einmal schauen, weil wie gesagt, es könnte ja auch theoretisch sein, dass ich mir jetzt hier mit der Messerei was angetan habe, was ich nicht hätte machen müssen, weil eventuell der Screen einen Fehler hatte. Kann ja theoretisch auch möglich sein. Oh, jetzt haben wir hier mal ein bisschen Strom. Das hier ist schon an. Da hatten wir vorhin noch einen GPS-Fix. Da hat ein iPhone 6 keinen GPS mehr gefunden. Das habe ich fertig gemacht. Das läuft auch wieder. Da war ein Bauteil auf der Platine im Bereich vom Baseband PMU, ein Stückchen oben drüber war ein Bauteil defekt richtig aufgequollen und das ist für die GPS-Funktion unter anderem zuständig. Getauscht, läuft wieder. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir hier im Endeffekt für euch auch am Ende wieder eine schöne Funktion haben und ich möchte euch natürlich auch im Video zeigen, dass das alles läuft.
So, wir haben noch keinen Touch, das heißt, wir werden. Wir haben, das ist aber jetzt ein gebrauchter Screen, den du mir hier gegeben hast, ne? Nur mal so zur Info. Gib mir bitte mal einen neuen Bildschirm. Ich habe da jetzt irgendwie so einen gebrauchten Bildschirm bekommen von dem 6S Plus. Ich brauche mal noch einen neuen zum Testen. Ich traue der Sache anders nämlich nicht. Bevor ich hier jetzt anfange, mir einen abzumessen, würde ich das gerne einmal abchecken. 6S Plus, nochmal. Das ist der Anschluss, der hat leichte Hörprobleme. Ja, einer davon war neu, richtig, aber einer. Ja, da hat er mir jetzt wieder einen falschen gegeben. So. Also ich halte es auch für relativ unwahrscheinlich, aber ich schaue es, wie gesagt, lieber einmal so durch, um mir 100% sicher zu sein, bevor ich jetzt hingehe und irgendwelche weiteren Schritte dann unternehme. So. Wart ganz kurz. Wir sind gleich so weit, als dass wir sagen können, jo oder nee. Liebe Leute, doch. Man sollte es nicht für möglich halten. Wir hatten wirklich ein Problem mit einem Screen, der nicht funktioniert hat. Ja, und ihr seht es jetzt wirklich. Ja, und das ist jetzt die Sache. Ich habe die Bauteile getauscht. Ich habe das auch nicht, mache das nicht das erste Mal. Ich mache das ständig und dachte mir eben schon, okay, mein Kopf arbeitet dann ja auch. Wir sind hier im Video und ich schließe einen Screen an und der funktioniert am Anfang nicht, obwohl ich meiner Meinung nach alles korrekt gemacht habe. Ja, ich habe die Kondensatoren, die gefehlt haben, ersetzt. Ich habe die Filter, die gefehlt haben, ersetzt. Ich habe das Ganze auch nochmal abgeprüft, durchgemessen und habe gesehen, das passt alles. Und da war es jetzt wirklich im Endeffekt nur der Bildschirm gewesen, ja, der da eine Fehlfunktion hatte. Oder auch nicht, ne, weil jetzt habe ich. Ah, doch. Passt. Funktioniert. Ich war jetzt eben schon wieder geschockt und dachte, nee, liegt doch nicht da dran, aber es ist behoben. So, wir werden dann jetzt auch im Endeffekt gerade nochmal alle Screens, die wir oben liegen haben, durchtesten, weil ihr seht, sowas kann überall passieren, aber wir testen, bevor wir unsere Screens einbauen, wirklich immer alles einmal 100% auf Funktion, ja, und was dann nicht passt, wird dann eben reklamiert, beziehungsweise wenn es bei uns im Haus Refurbished Ware war, dann müssen wir im Endeffekt damit leben. Aber ihr seht, es funktioniert alles zu 100%. Ich werde das jetzt noch eine, ja, es war wirklich das Display gewesen. Ich werde das jetzt noch eine Zeit durchtesten. Ich hatte aber immer noch einen Screen von da hinten gehabt, ja, der zum Refurbischen da liegt. Der hat auch nicht funktioniert. Ja. Und jetzt eben habe ich einmal da drauf gedrückt, wo ich meinte, hör, funktioniert auch nicht. Kann aber auch sein, dass der Connector noch ein bisschen verunreinigt ist. Ja, und von daher, ich mache jetzt nochmal einmal alles sauber. Dann benetzen wir die getauschten Bauteile mit UV. Aber vor dem Vernetzen mit dem UV gehen wir nochmal hin nach dem Säubern und machen wirklich mal einen Dauertest, würde ich sagen, über 1 bis 2 Stunden. Da kann der Angelo immer wieder sporadisch bedienen. Ich messe auch alle Leitungen nochmal komplett ab. Aber ich würde jetzt zum jetzigen Zeitpunkt sagen, die Reparatur ist absolut erfolgreich. Und wir hatten wirklich einfach mal einen defekten Screen zwischendrin, der nicht sauber funktioniert hat. Ja, das kann durchaus vorkommen. Das werden andere Werkstätten mit Sicherheit auch nachvollziehen können. Ja, sowas kommt vor. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir hätten uns im Endeffekt jetzt 5 Minuten oder 10 Minuten sogar ersparen können in dem Video, wenn wir am Anfang gesagt hätten, komm, wir nehmen mal einen anderen Screen und testen das erstmal mit einem anderen Screen noch. Reparatur erfolgreich, iPhone 6S Plus nach unfachgemäßer Vorreparatur nenne ich es mal. Bauteile auf der Platine abgerissen, alles ersetzt, funktioniert, läuft, passt. Und gleich im Anschluss machen wir weiter mit einer Ladebuchse an einem iPad Air 2. Das Video drehen wir gleich ab. Ich bedanke mich bei euch. Wir sehen uns gleich wieder. Euer Ben vom Apfel Lockdown Please Castle.